So, liebe Freunde, dieses Video widme ich einem Zuschauer und ich habe mir erneut deinen Namen nicht aufgeschrieben. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, dass ihr mir wirklich auch so viele Themen vorschlagt, die ich mir einfach nehmen kann und die ihr bearbeiten kann. Auf jeden Fall wurde mir hier von einem von euch geschrieben, Tobi, mach doch mal ein Video darüber, welche Momente aus dem gesamten Jurassic-Franchise du nehmen würdest und verändern würdest. Wir nehmen jetzt in diesem Video mal drei Momente, meine Top 3 Momente oder meine Top 3 Dinge, die ich aus dem Jurassic-Franchise nehmen und verändern würde. Das ist jetzt hier kein Ranking. Wir reden einfach über drei verschiedene Sachen, die ich persönlich ändern würde. Und äußerst interessant hierbei würde ich finden, wenn du mir in die Kommentare schreibst, welche drei Begebenheiten, Figuren oder Storylines, was auch immer, würdest du aus dem Jurassic-Franchise verändern. In diesem Sinne fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Das allererste, was mir jetzt einfallen würde, was sich am Jurassic-Franchise ändern würde, betrifft, wer hätte es gedacht, Jurassic World. Aber ich glaube, das wird eine Sache sein, wo ihr mir nahezu alle zustimmen werdet. Ich hätte den Indominus Rex in Jurassic World 1 noch nicht sterben lassen. Das Ding ist einfach, Jurassic World 1, 2 und 3 wurden von vornherein als Trilogien geplant und eben auch angekündigt. Und ich habe mir gedacht, da fehlt aber so ein bisschen der haargenaue rote Faden. Und wir haben in Jurassic World 1 den Indominus Rex bekommen. Der ist dann gestorben. Spätestens in Jurassic World 2 Fallen Kingdom mit dem Indoraptor hätte man den vielleicht wenigstens am Leben lassen sollen und in Teil 3 wieder auftauchen lassen sollen. Also ich bin sogar der Meinung, dass wir den Indominus Rex hätten. Von Teil 1 bis Dominion komplett durch alle drei Filme hindurchziehen und mitnehmen sollen. Ebenfalls hätten wir Biosyn und Louis Dodgson schon in Jurassic World 1 ein bisschen mehr anteasen sollen, weil die kommen alle so aus dem Nichts und wir hätten ja bestimmte Szenen wie die Anfangsszene aus Jurassic World 1 mit dem schlechten CGI-Vogel im Schnee, das hätte man ja alles weglassen können und stattdessen hätte man hier Biosyn und Louis Dodgson so einen kleinen Auftritt haben lassen können. Das hätte ich auf jeden Fall als allererstes geändert, wenn ich dazu die Chance hätte, dass wir Jurassic World 1, 2 und 3 irgendwie ein bisschen, naja, mit einem bisschen roteren Faden zusammenklabustern können, indem wir eben einmal den Hybriden, den Indominus Rex, laut meinem Wunsch, nicht hätten sterben lassen und eben auch Louis Dodgson und Biosyn von Anfang an hätten eingefügt. Eine zweite Sache, die ich gemacht hätte, und das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr fies an, aber ich würde sogar sagen, dass man eventuell Jurassic Park 3 hätte komplett in die Tonne treten sollen. Jetzt denkt ihr euch, was schwätzt denn der Tobi jetzt schon wieder? Der liebt doch Jurassic Park 3 und ich muss wirklich sagen, ja, ich liebe Jurassic Park 3, aber je öfter ich über diesen Film rede, umso öfter muss ich mir selber eingestehen, wie schade ich es finde, dass wir diesen Film niemals in seiner Gänze sehen werden. Und das hat nicht nur dem Film, sondern auch dem Jurassic Park Franchise das Genick gebrochen. Hätte man sich einfach während der Produktion eingestanden, okay, wir kriegen es nicht geschissen, einen richtigen Film daraus zu machen, lass den einfach nochmal nach hinten verlegen. Ich ändere meinen Wunsch jetzt gerade, wir hätten Jurassic Park 3 nicht in die Tonne treten, wir hätten uns aber für Jurassic Park 3 wesentlich mehr Zeit lassen sollen. Universal hätte jetzt hier sagen sollen, oder wenn ich die Wahl hätte, hätte ich den Wunsch, dass man Jurassic Park 3 noch um ein, vielleicht sogar zwei Jahre nach hinten verschoben hätte, um eben aus diesem Film dieses Konzept herauszuarbeiten, was man ursprünglich gehabt hat, um daraus einen runderen Film zu machen. Das wäre ein sehr krasses Was-wäre-wenn-Szenario. Dann hätten wir Jurassic Park 3 als guten Film bekommen. Hätten wir nicht Jurassic World, sondern irgendwann Jurassic Park 4 bekommen. Dazu habe ich dir auch schon mal ein Video gemacht, wie Jurassic Park 4 hätte ursprünglich aussehen sollen. Das Video habe ich dir mal da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken. Und ja, ich glaube, dass wir dann doch irgendwie alle froh sein können, was wir mit Jurassic World bekommen haben. Und das sage sogar ich. Schau es dir einfach mal an und lass dich selber überraschen. Punkt Nummer 3, den ich verändert hätte, und es tut mir leid, es trifft jetzt schon wieder Jurassic World, aber es ist einfach wirklich meine tiefste Meinung. Jurassic World hätte den Fokus nicht auf Owen und Claire legen sollen. Owen und Claire hätten komplett rausgestrichen werden sollen. Jurassic World 1, 2 und 3 hätte die Trilogie von Maisie sein sollen. Maisie hätte der Main Character, der Hauptcharakter von Jurassic World 1, 2 und 3 sein und bleiben sollen. Diese ganze Grundgeschichte rund ums Klon, rund um die eigene Mutter, die quasi ihren eigenen Klon austrägt und ihn auch noch genetisch so verändert, dass er eine bestimmte Krankheit nicht kommen kann, hätte am Ende ein Twist werden können, der unseren Hauptcharakter betrifft und nicht einfach eine Figur, die wir kurz kennenlernen. Ich meine, wir lernen Maisie in Jurassic World 2 kurz kennen und danach heißt es übrigens, ha, die ist übrigens ein Klon und wir denken uns, ist schon krass, aber ist mir doch egal, ich kenne die ja nicht. Dieser Effekt mit dem, das ist übrigens ein Klon, wäre definitiv krasser gewesen, wenn Maisie die Hauptfigur der gesamten Trilogie gewesen wäre.
Und deswegen sage ich auch weiterhin, ja, wenn eine weitere Jurassic-Trilogie kommt und eben angekündigt wird, gibt Maisie die Hauptrolle da, weil mit dem Mädchen kann man noch so viel erzählen. Da gibt es noch so viel Backstory, die man irgendwie damit einarbeiten könnte. Und ich glaube, das sind so meine drei Dinge, die ich im Jurassic-Franchise generell jetzt auf Anhieb verändern würde. Einen roten Faden quer durch die Jurassic World-Trilogie, Jurassic Park 3 fertig produzieren und erst dann veröffentlichen und Maisie in der Hauptrolle von Jurassic World 1, 2 und 3. Jetzt bist, wie vorhin angekündigt, du gefragt, wie stehst du dazu, was würdest du an der Jurassic-Reihe verändern würden? Nenn mir auf jeden Fall deine drei Punkte, ich bin gespannt drauf. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.